Okay, hier ist aber noch eine. Ich versuch's jetzt mal. Weil ich halt echt Schiss hab, dass ich nicht mehr genug Munition habe, schwer einzusetzen. Okay, wir machen das mal so. Ich stelle mich mal in Position und dann komm. Hey! Tritt drauf, Harry! Schnell! Schnell! Puh. So. Gibt's hier vorne noch irgendeinen Raum? Nein. Dann fangen wir doch mal mit dem an. Ah! Nein, zwei mache ich nicht, Leute. Dann werde ich jetzt, davon habe ich 36, die einmal nutzen. Bringt auch nicht viel. Ah, doch. Doch. Bringt viel mehr. So. Habe ich eine Karte? Wahrscheinlich nicht, nee. Oh, Leute. Was soll denn das? Hier kann doch nicht in jedem Raum. Harry, tritt halt drauf. Hier kann doch nicht in jedem Raum eine Krankenschwester sein. Ah, hier ist das Videoband. Da ist ein Videoband. Ja, super. Ich muss hier raus. Scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Was war das denn? Oh, Mann. Oh, was war das denn? Krass, ey. Nein. Nein, 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 nein. Das hörte sich an wie Glasscherben. Oh, nein. What's this? Looks like someone's been here. Alessa. Alessa? Okay, ein Foto von einem Mädchen namens Alessa. Und der Schlüssel zum Untersuchungszimmer. Ein Bett, was soll das hier? Wer würde? Ja, wer würde? Was ist das? Gar nichts? Da sagt er auch nichts. Ein Bett, ja gut, das hatten wir schon. Auf jeden Fall ein Krankenzimmer. Hui. Hui, hui, hui. Also. Der Raum war doch jetzt zu, oder? Ich bin immer noch so geschockt von diesen Glasscherben oder was das war. War das hier? Da war. Ich bin hier total verwirrt. Ich weiß gar nicht, in welchen Räumen wir schon waren. Ach, da. Ah, okay. Da war das mit der Krankenschwester. Dann war gegenüber dieser schlimme Raum. So. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Ist das hammerhart. Ein Rollstuhl. Harry, sag was. Nee, er sagt nichts. Das Schloss klemmt. Gut. Wir haben das Videoband. Und werden damit jetzt wieder nach oben marschieren. Mann, 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 das mit diesem einen Raum war echt gruselig. Das war nicht cool. So, ich muss natürlich erstmal nachgucken, in welchem Stock das war. Das habe ich wieder vergessen. Ich glaube im zweiten. Eins.
2. Nein, es war in 3. Okay. Ach, das passt ja gut. Da kann man auch direkt speichern in dem Raum. 3. Dann können wir hoffentlich bald mal hier dieses Krankenhaus verlassen. Und kommen woanders hin. Ja gut, das mit diesem... mit dem Blut, was da auf dem Boden lag, ja, das konnten wir jetzt leider nicht mitnehmen. Aber ganz so tragisch ist das auch nicht. Hier? Yo. Was machen wir zuerst? Zuerst speichern? Nee, zuerst gucken wir uns das Video an. Obwohl, nee, wenn dann eventuell was passiert und wir in einer anderen Welt sind und hier ist kein Speicherpunkt mehr, dann wäre das doof. Okay, 2 Stunden 37. Dann wollen wir doch mal das Video abspielen. Nichts auf dem Etikett. Okay. Okay, Harry sagt auch gar nichts mehr dazu. Ja, anscheinend ein Bericht von der Krankenschwester, von dem Arzt, wie auch immer. Nein, von der Krankenschwester. Ja, und jemand hat Fieber, irgendwas ist mit der Haut. Und die Person scheint ganz kalt zu sein. Ich frage mich jetzt gerade tatsächlich, was wir noch machen können. Ach nee, wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Untersuchungszimmer. Wo ist denn das Untersuchungszimmer? Ja, genau. Wo ist denn das Untersuchungszimmer? Storage Room, bla. Nurse Center? Wo ist denn das Untersuchungszimmer? Bin ich gerade doof? Im ersten Stock? Ach, da. Nee, Quatsch. Waiting Examination Room? Bin ich jetzt gerade blind? Ach, da, klar. Ach, klar, Examination Room, ja sicher. Dann müssen wir wieder mal in den ersten Stock. Gut. Und nach wie vor bin ich der Meinung, irgendwas müssen wir mit dem Vogelkäfig machen. Aber gut. Harry, lauf bitte. Ach stimmt, das war ja der Raum, wo er gesagt hat, er hört was. Hinter der Tür. Klar. Es geht aber, muss ich sagen, im Moment ganz gut voran. Ich dachte vorhin, dass ich ein klein wenig verwirrt bin und ja, wie gesagt, irgendwas total Wichtiges vergessen habe. Aber das war ja dann wohl doch nicht so. So, das müsste ja dann hier sein. Jo. Finally, someone else who's okay. Who are you? My name's Lisa Garland. What's yours? Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody?
I must have gotten knocked out. When I came to, everyone was gone. It's awful. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? A 7-year-old girl? What, she's your daughter? Yes. A 7-year-old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No. Why? Is there something down there? You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Damn! My head! What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Was I dreaming? You were too late. It's you. Yes, Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Hey, wait! Okay, wir sind wieder in der normalen Welt. Wir haben erfahren, wie diese komische alte Frau heißt, nämlich Dahlia Gillespie, auch ein Name, den wir aus Shattered Memories kennen. Und wir haben Lisa Garland getroffen, eine Krankenschwester, die auch in Shattered Memories eine Rolle spielt, die anscheinend keine Ahnung hat, was im Keller vor sich geht. Ja, und Dahlia quatscht wieder wirres Zeug. Dieses Zeichen auf dem Boden ist das Zeichen von Samael und die Finsternis wird über die Stadt hereinbrechen. Ja, und wir sollen zur anderen Kirche in der Stadt gehen. Schlüssel zum Antiquitätenladen, okay. Steht da noch irgendwas drauf? Nichts Nützliches. Gut. Das heißt, wir können jetzt endlich raus hier aus dem Krankenhaus, gehe ich mal von aus. Die Frage ist, Moment, das machen wir jetzt noch, hier sind wir falsch. Wir gehen wieder zurück. Wenn wir nämlich jetzt wieder in der normalen Welt sind, dann können wir... Ah ne, hier ging es ja nicht weiter. Ich bin verwirrt. Dann... jetzt bin ich noch verwirrter. Achso, nee, stimmt. Dann können wir doch jetzt auch eventuell noch das Blut holen.
wäre auf jeden Fall supi. So, da war, meine ich, die, da war die Küche. Nein. Hier? Ach ja, stimmt, hier. Nein! Oh, shit. Das ist ja blöd. Mann. Das ist ja echt doof. Das ärgert mich jetzt. So, die Frage ist aber gerade, wie kommen wir hier raus? Können wir hier durch? Nein. Dann gehen wir hier nochmal zurück. Wir sind doch, als wir hier reingekommen sind und den Kaufmann getroffen haben, sind wir doch durch diese Tür hier gekommen. Und hier so rumgegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Jo. So, ich speichere nochmal eben und dann werde ich... Nein, ich speichere lieber da, falls hier irgendwas nicht funktioniert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge oder in der nächsten Aufnahme. Tschüss!